Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich Kollektionist, der Sammler, ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, weiter geht's mit Game of Thrones, in dem Fall haben wir dieses Mal eine lizenzierte Figur, immer noch von Tree Zero. In dem Fall werden wir ja von Sandor Clegane reden, der Bluthund, eine der geilsten Charakteren, könnte ich eigentlich sagen, zumindest für mich. Auf jeden Fall aus dieser Serie, hat mir wirklich vom Anfang bis zum Schluss gefallen. Eine der wenigen Storylines, die meiner Meinung nach vom Anfang bis zum Schluss gut geschrieben wurden und auch abgeschlossen. Also was mit Clegane angeht, kann ich mich echt nicht beschweren, ehrlich gesagt. Aber ja, jetzt gucken wir uns erstmal die Verpackung. Die Verpackung, muss ich sagen, ist richtig toll, so wie die ersten Verpackungen, die TreeZero gemacht hat, zu den jeweiligen Charakteren halt. Weil in dem Fall aus dem Haus Clegane ist ja ein Wappen so gesehen. Die Flagge ist ja komplett gelb und dann haben wir noch diese drei Hunden zu sehen. In dem Fall, die sind aber schwarz auf dem Wappen und jetzt in der Verpackung hier wurde das Ganze einfach gelb gelassen. Aber sieht trotzdem sehr, sehr toll aus. Hier haben wir die Schrift Game of Thrones in diesem Silber und den Namen von unserem Charakter Sandor Clegane, The Hound. What's his game? Collectible Figure. So. Ja, das ist eigentlich alles. Wenn wir so gesehen die vordere Seite von unserem Karton so hochsliden und so, haben wir eigentlich wieder das Gleiche. Haben wir unseren Fenster, wo die Figur sich befindet und hinten, wie gesagt, nur ein Wappen von den Clegane. So, genau, bevor wir jetzt einen Schnitt machen, das ist übrigens jetzt die Normal Edition. Es gibt auch noch eine Tree Zero Exclusive. Dazu werde ich auf jeden Fall noch was sagen während der Review. Aber ja, erstmal machen wir einen Schnitt und gucken wir uns das ganze Zubehör an, was der gute Clegane alles dabei hat. Deswegen, bis gleich. So Leute, schauen wir uns jetzt an, was der gute Sandor Clegane alles dabei hat in dieser Normal Edition. Wir haben insgesamt 4 austauschbaren Händen, 2 davon sind Relaxed Hand und 2 davon sind nämlich, um die Schwerter so gesehen zu halten oder andere Zubehörteile, wie nämlich jetzt diese 2 Sachen hier. Einmal ist ein Messer. Hier jetzt auf die linke Seite. Das Ganze ist alles aus Kunststoff, also egal ob die Schwerter oder diesen Messer hier oder diesen komischen, ja, auch Messer, Dolch, keine Ahnung, wie ich das am besten beschreiben soll. Das ist auf jeden Fall ganz weird, also sowas habe ich auch noch nie gesehen. Und tatsächlich ist es auch so, dass er in der ersten 2 Staffeln auf jeden Fall immer dabei vorne. Später werde ich auf jeden Fall zeigen, wo das Ganze halt hinkommt. Aber benutzt tatsächlich, weil dadurch, dass ich jetzt wieder die Serie angeschaut, nur einmal, es gibt nur eine Szene, wo er tatsächlich das hier benutzt. Das ist ja, um Sansa zu retten. Ich glaube, das war Mitte 2. Staffel. Ja, da wurde Sansa kurz gefangen von ein paar, die wollten sie halt vergewaltigen und so weiter halt. Und dann kam er, hat die erstmal 2 Stück, glaube ich, mit einem Schwert zerlegt. Und dann hat er noch zusätzlich das hier benutzt, hat so gesehen rausgeholt und ich glaube dann die Kehle aufgeschlitzt von einem von denen. Das hat er wirklich nur einmal benutzt. Aber ja, wie gesagt, ist halt ein Bestandstück von seinen Outfits, zumindest so der Rüstung, was er so gesehen trägt in die erste 4 Staffeln. Ja, und dann selbstverständlich haben wir noch 2 Schwerter, unterschiedliche, eine kurze und eine lange. Die lange trägt er normalerweise immer hinten auf dem Rücken und die kürzere so gesehen immer auf die linke Hüfte. Zusätzlich bekommen wir selbstverständlich die Schwertscheide, was ich jetzt nicht aus der Figur weggemacht habe, weil bei Tree Zero ist halt immer so eine Sache, dadurch, dass die ja die ganze Gürtel immer aus Gummi machen, die Schwertscheide so gesehen durchzuführen und dann wieder rauszuholen, ist jedes Mal nicht so ganz einfach. Teilweise, also ich glaube in dem Fall von Sandor musste ich sogar erstmal den Gürtel ein bisschen warm machen, um das Ganze halt gut durchzuführen, weil ich hatte Angst, dass mir das Ding halt so gesehen, die Schwertscheide so gesehen halt bricht. Ist es halt Gott sei Dank nicht passiert, aber ja, wie gesagt, werden wir uns ja nachher noch ein bisschen halt anschauen, sobald ich die Figur zeige. So, und jetzt kommen wir nämlich zu einer Sache, was mich zum Beispiel sehr stört. Ich hatte ja vor kurzem den Joffrey so gesehen reviewed und erzählt, dass da in dem Fall die Exclusive Edition ja meiner Meinung nach unnötig ist und braucht man nicht unbedingt. Jetzt bei Sandor, also der Bluthund so gesehen, wiederum ist die Exclusive eigentlich schon sehr cool. Also mich persönlich stört das schon, dass ich das jetzt nicht habe. Konnte ich aber auch nichts dafür so gesehen, weil Clegane ist eine der, sage ich mal, seltensten Figuren, was an Game of Thrones angeht. Also die Figur ist nicht mehr so einfach zu ergattern, verglichen jetzt mit anderen Charakteren. Und ja, das, was auf jeden Fall in die Exclusive Edition gewesen wäre, ist nämlich sein Helm.
Er hat einen mega geilen Helm in der Serie und das wäre so gesehen den hier. Zumindest so sieht es halt aus, aber das hier ist jetzt nicht von Tri-Zero, das habe ich halt separat gekauft. Das ist auch in dem Fall sogar komplett aus Metall. Leider aber so schön diesen Helm hier gemacht ist und wie gesagt, ist sogar beweglich und aus Metall, ist leider nicht im Scale. Das ist halt kleiner. Das ist halt ein bisschen kleiner, als er sein sollte. Und klar, ich habe das hier jetzt wirklich nur 10 Euro gezahlt und das Geld war mir auch wert. Wie gesagt, für einen 10er ist es völlig okay. Trotzdem stört mich das, wie gesagt, dass ich halt einen originalen Helm nicht habe, weil den kann man wirklich auch anziehen. Dann kann man sogar den Kopf sehen, wenn man so gesehen das Ganze halt aufmacht. Ist halt aus Kunststoff, das von Tri-Zero, aber ist egal. Ist dafür halt die richtige Scale und sieht halt cool aus. Und er benutzt es immerhin für 2 Staffeln. Also so ist es in der Serie. 2 Staffeln benutzt auf jeden Fall diesen Helm hier. Und deswegen, ja, sowas finde ich wirklich zum Kotzen. Also im Vergleich jetzt zu Joffrey, wo da wirklich kann man sagen, okay, braucht kein Mensch jetzt die Exclusive Edition, kann man haben, muss man aber nicht. In dem Fall finde ich eher genau das Gegenteil. So ein Zubehör zu der Figur von der Bluthund ist eigentlich echt scheiße als exklusiv zu machen, weil es ist einfach, also zumindest für mich, ich finde es halt extrem cool. Es ist etwas, was auf jeden Fall die Figur auch ausmacht. Weil, wie gesagt, er benutzt es mindestens für 2 Staffeln, auf jeden Fall. In mehrere Kämpfen hat er das sogar an. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Oder trägt er so gesehen unter den Arm. Und das können wir so gesehen jetzt mit dieser Version hier, die halt ein bisschen kleiner ist, wie das sein sollte, entweder so daneben displayen oder ihn unter dem Arm so gesehen packen. Man merkt es auf den ersten Blick natürlich nicht, dass es halt kleiner ist. Aber wenn man genau hinguckt, man merkt ja, okay, gut, Moment, weil das Ganze müsste er theoretisch halt anziehen. Und das ist halt ungefähr so groß wie sein Kopf. Also das wird nicht funktionieren, ne? Aber ja, so ist es halt. So, das ist jetzt aber auch erstmal alles, was an dem Zubehör angeht. Würde mal sagen, gucken wir uns jetzt aber auch den guten Sando jetzt endlich mal an. Deswegen, bis gleich. So, Leute, machen wir jetzt weiter. Schauen wir uns an, was der gute Sando Clegane alles dabei, also nicht dabei hat, sondern wie sein Outfit halt aussieht. In dem Fall hat er ja, Stiefel, die komplett geweathert sind, aber wirklich nicht gut. Man kann auch schwer sagen, was für Farben es sind. Es ist eine Mischung aus Grün, Schwarz, Braun. Das soll so gesehen geweathert sein, aber naja, vielleicht für den damaligen Standard, weil die Figur, wie gesagt, ist halt alt und so, war es vielleicht gut, aber jetzt sieht echt nicht so toll aus. Es sieht einfach, ja, so dreckig, aber nicht schön dreckig. Es sieht eher so, ja, irgendwie hingepinselt. Also nicht so toll. Zusätzlich haben wir selbstverständlich die Panzerung für den Schienbeine so gesehen. Auch komplett aus Kunststoff. In dem Fall Painting ist es okay. Wir haben eine braune Hose, die auch geweathert ist. Also auch dreckig. Man kann es vielleicht ein bisschen erkennen. Hier haben wir jetzt schon einen Gürtel, was auch sehr toll ist mit sehr schönen Details, wie man hier erkennen kann. Die Rüstung ist halt, ja, super, wirklich richtig, richtig toll, das muss man einfach so sagen. Auch an den Armen nämlich, die Handschuhe sind selbstverständlich halt gesculptet, aber dafür die anderen Teile sind wirklich einzelne Teile, was halt so gesehen positioniert wurden, damit es halt so aussieht und das Ganze wirklich sehr akkurat, muss man ganz klar sagen. Sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Hier kommt nämlich auch jetzt diesen komischen Messer, was ich vorher ja gezeigt hatte. Hinten hier haben wir jetzt die Schwertscheide, so gesehen die eine für den großen Schwert und vorne hier seitlich das andere, einen kleineren Schwert, beide braun. Was ich jetzt zum Beispiel noch leider machen musste, sind nämlich das hier und hinten genauso. Also so gesehen diese Gurte, wo unsere Schwertscheide durchgeführt wird. Die sind mir einfach mal kaputt gegangen, also so zerbröselt, könnte man schon sagen. Die Figur war nagelneu, also als ich die bekommen habe. Und ja, und das Ding ist einfach komplett zerbröselt. Das Material war einfach schon durch. Deswegen benutzt Tri-Zero mittlerweile tatsächlich fast nur Gummi und nicht mehr Kunstleder. Genau aus dem Grund, weil das Ganze geht einfach nur kaputt. Und es ist richtig schade und es ist nervig. Immerhin, Gott sei Dank, solche Sachen habe ich jetzt mittlerweile schon öfters gemacht. Also so
so Gurte halt zu tauschen oder selber zu basteln und mit guten Ergebnissen, muss ich sagen. Aber das ist nicht trotzdem Sinn der Sache. Also wenn ich sowas bekomme, habe ich nicht jetzt jedes Mal, ah ja, dann mache ich halt kurz sowas, ne? Bei ihm, so gesehen, in dem Fall ging noch, aber demnächst werde ich euch eine Review bringen, so gesehen von Predator, wo die genau diese Gurte alle abgefallen sind und weil das auch nagelneu war, dachte ich mir so, was soll eigentlich die Scheiße, ne? Aber ja, dazu werden wir ja in ein anderes Video ja mehr drüber reden. Und jetzt gucken wir uns einen Headscale von Sander Clegane an, in dem Fall von Rory McCain, glaube ich, heißt er. Bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber ja, zu den Headscale. Headscale ist sehr gut. Die Likeness ist auf jeden Fall da. Paint ist leider nicht so gut, das muss man ganz klar sagen. Am meisten, was einen Bart angeht, viel zu hell und leider auch nicht wirklich akkurat. Also seinen oberen Schnurrbart, sage ich mal, müsste auf jeden Fall voller sein. Das Ganze ist halt wirklich nicht so gut umgesetzt. Was natürlich auch sehr toll ist, ist ja nämlich die rechte Seite von seinem Gesicht, die ja so gesehen verbrannt ist. Das ist eigentlich auch nicht so gut gepaintet. Da hätte man auf jeden Fall viel mehr machen können. Und auf jeden Fall, was ganz schlimm aussieht, sind ja diese hässlichen synthetischen Haaren, die standardmäßig wirklich nicht so toll aussehen. Und in dem Fall habe ich die auch schon gestylt, kann man so sagen, damit es nicht so ganz beschissen aussieht. Also in dem Originalzustand dachte ich mir nur, was ist denn hier los? Das sieht mal wirklich einfach nur beschissen aus. So, jetzt geht einigermaßen, aber hier werde ich auf jeden Fall die Haare machen lassen und auf jeden Fall repaint, weil das habe ich schon gesehen. Also diese Figur hat ein Potenzial, das ist unfassbar. Mit einem richtigen Paint und mit der richtigen Frisur kommt einfach nur bombastisch raus, muss man ganz klar sagen. Und ja, und das ist eigentlich jetzt erstmal alles, was ich euch so gesehen zeigen konnte. Deswegen machen wir einen Schnitt und kommen wir zum Endpart. Deswegen bis gleich. So, Endpart, da ist unseren guten Sander Clegane. Ich habe ihn jetzt auch ein bisschen umgepost. Wie gesagt, ich habe genau das gemacht, was ich vorher nämlich gemeint hatte und so, nämlich in den Helm und den Arm gepackt. Das Ganze macht einfach was aus. Das sieht echt gut aus. Wie gesagt, in meinem Fall ist jetzt halt nicht im Scale, weil ich halt einen anderen Helm halt nicht habe. Aber so ein Zubehör wirklich kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wie kann man sowas nur in die Exklusivversion reintun? Weil ich finde das schon irgendwie ärgerlich. Anderen, ich hatte wie gesagt schon mal mit einem Kumpel drüber geredet, er fand das nicht so schlimm, weil so, ja, ich will aber sein Headscalp sehen, nicht unbedingt den Helm. So, ja, schon, aber so unterm Arm zu packen, kommt es eigentlich schon ganz cool. Und wenn man jetzt, zum Beispiel jetzt, wenn ich den jetzt hätte, ich hätte ihn tatsächlich sogar auch angezogen, weil bis ich ihm tatsächlich dann die Haare gemacht hätte und Repaint, weil bis dahin hätte ich das, sage ich mal, noch besser versteckt und es hätte noch mehr akkurat zu der Serie gewesen, weil wie gesagt, die Haare sind wirklich ganz, ganz schlimm. Und das ist eigentlich jetzt, so sage ich mal, das Pro und Contra. Also auf jeden Fall, was positiv an dieser Figur ist, ist die Rüstung. Die sieht schön aus, die ist sehr akkurat. Zubehörmäßig hat er genug dabei und es ist auch gut gemacht. In die Exklusive wäre ja noch ein Helm, was in dem Fall jetzt nicht dabei ist, jetzt bei der Normal. Das Ganze ist halt aus Kunststoff, aber halt so schlimm, muss man sagen. Wenn das wirklich alles so aus Metall wäre, wäre diese Figur so übertrieben schwer und schon so hat die ja ein gutes Gewicht, weil die ist auch sehr groß, ne? Also der Schauspieler ist im Mech, glaube ich, 1,98, also ist wirklich ein Riesentyp. Und plus noch Rüstung und man merkt das, ne? Also wenn ihr die Figur wirklich zum ersten Mal so live seht, dann merkt ihr, boah, der ist aber ganz schön groß, ne? Und massiv halt. Und das ist halt sehr, sehr geil. Also muss man auch erkennen, dass es wirklich sehr gut gemacht ist. Und das ist auch eine ältere Figur von Tri-Zero. Und schon damals, muss ich sagen, standardmäßig ist eigentlich die wirklich sehr, sehr gut gelungen. Wie gesagt, Figur an sich gut. Nur, ja, diese zwei Sachen auf jeden Fall mit den Haaren und Paint, da kann man auf jeden Fall mehr rausholen, viel, viel mehr. Also, da müsst ihr echt mal gucken, da gibt es Custom-Figuren von ihm, die sehen einfach nur unglaublich gut aus. Macht echt übertrieben viel aus. Und genau, was noch sehr positiv ist, das muss man auch ganz klar sagen, Body. Die Beweglichkeit von diesem Body ist absolut fantastisch. Auch wenn man das so gesehen auf den ersten Blick nicht mal denkt, weil durch die ganze Rüstung, Teile, was er anhat und so, die Figur ist wirklich sehr, sehr beweglich. Er hat an den Beinen und an den Armen Ratchet Joints, die funktionieren super, die kann man perfekt anwinkeln. Muss man auch ganz klar sagen, super Body von Tri-Zero. Wurde, ich glaube, auch extra für ihn gemacht, so ein bisschen auch wie den von Brienne von Tarth, der auch anders aussieht, also was an Charakteren angeht, weil es auch um einiges größer und breiter. Ja.
Von mir bekommt der gute Sandro Clegane 8 von 10 möglichen Punkten. Meiner Meinung nach auf jeden Fall eine gelungene Figur. Hätte auch viel mehr bekommen können, wenn standardmäßig natürlich, wie gesagt, die Haare besser gemacht wären und Paint vielleicht ein Tick besser. Dann wäre es locker eine 9 gewesen mit Helm. Vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, standardmäßig jetzt habt ihr auf jeden Fall ein gutes Produkt, wo auf jeden Fall mehr dahinter steckt. Also wenn ihr ein bisschen Geld vielleicht reinstecken wollt und so, macht ihr nichts Falsches, weil wie gesagt, die Figur ist auf jeden Fall das auch wert. Und für mich war, wie gesagt, eine meiner Lieblingscharaktere dann bis zum Schluss. Also seine Storyline hat mir wirklich sehr gut gefallen. Deswegen habe ich mir dann auch geholt. So, das ist aber auch jetzt alles. Wie immer sage ich danke. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr auch den guten Sandro Clegane in eurer Sammlung? Was sagt ihr zu der Figur? Würde mich interessieren. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare. Wie immer, vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, ein Like zu hinterlassen. Schaut auf jeden Fall in die Beschreibung wegen meinem Instagram-Account, die Kollektionisten 1988. Das ist alles. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ich sage euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!